Also ich bin jetzt kein manischer Vierkleejäger. Mir geht es nicht so um die Anzahl, um die Mengen. Es geht mir eher um diese Momente. Wenn ich ein Vierklee sehe, weil meistens suche ich es nicht, sondern ich sehe es einfach, dann ist es meistens so, ein Vierklee kommt selten allein, es sind mehrere da. Und dann packt mich schon die Sammlerlust. Die Leidenschaft wurde relativ früh schon entfacht, auch bereits schon über meinen Vater. Der hatte selber auch die Fähigkeit, so ich mich jetzt richtig gut erinnere, er ist schon seit 30 Jahren verstorben, Vierklee sehr schnell zu finden. Also hat auf die Wiese runtergeschaut und hat relativ bald ein Vierklee gefunden. Und irgendwie habe ich halt selber angefangen hinzuschauen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und vielleicht kommt da noch eine Art Begabung, eine optische Fähigkeit dazu, eine Wahrnehmungsfähigkeit, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Es geht darum, den Sinn zu schärfen. Und das habe ich vielleicht einfach durch diesen Anstoß schon recht früh begonnen. Als Kind, ich würde mal sagen mit 6 Jahren, wenn ich mich richtiger das zuordne, erst dürfte im 6. Lebensjahr gewesen sein, hatten wir das Glück am Ritten, ein Sommerfrischhaus zu beziehen. Und dort gab es dann ein kleines Bad, das mit besonderen Kacheln ausgestattet wurde. Das Design dieser Kacheln waren Vierklees. Und wenn man das jetzt so betrachten oder nennen möchte, habe ich schon als Kind in Vierklees gebadet und mich vielleicht auch in der Hinsicht ein bisschen geprägt. Glück finden, Glücklees finden, Vierklees finden, das steckt natürlich an. Wenn ich jemandem sage, schau auf die Wiese runter, du findest es. Oft finde ich auch eins und pflück's nicht und sag, schau, in dem Bereich ist ein Vierklee, schau einmal. Natürlich freut sich jeder und würde auch gerne noch mehr finden, denn etwas Besonderes finden ist immer ein Reiz. Only you can make all this world seem right. Only you. Ich suche nicht aktiv das Glück, sondern ich sehe in Form von einem Vierklee das Glück vor mir stehen und ich pflück's einfach. Ich nehme den Moment wahr, so wie er ist. Das Vierklee hupft mich zu gut Deutsch an. Ich kann gar nicht anders, als es in dem Fall dann einfach sehen. Natürlich, ich übersehe Millionen von anderen Klees wahrscheinlich rundherum. Aber in dem Moment meldet sich das Glück bei mir und alles, was ich tue, ist es wahrnehmen und zu pflücken. Carpe diem. Das Vierklee an sich, wenn ich es gepresst dann aufbewahre oder in ein Buch klebe oder irgendwo weiterverwerte, dokumentiert immer diesen Moment des kurzen Glücks, ich habe dich gefunden. Und insofern trägt es vielleicht auch dieses Glücksgefühl, das ich damit verbinde, auch irgendwo zu jemandem anderen weiter. Nachdem ich so viele Vierklees gefunden habe und konserviert habe, habe ich mir so mit 13, 14, 15 gedacht, das könnte man doch auch irgendwie kommerziell ein bisschen ausschlachten. Und habe mir in den Kopf gesetzt, selber Vierklee-Karten zu produzieren, die ich dann in den verschiedenen Papierläden in Bozen anbieten kann. Ich habe das dann auch durchgezogen, habe relativ teure Karten gekauft mit einem schönen ovalen Ausschnitt und dort Vierklees, die ich auf einen Golduntergrund ausgeschnitten aufgeklebt habe, befestigt, dass das einfach sehr schön ausgeschaut hat. Und bin dann in verschiedene Geschäfte einfach so hineingegangen, ohne dort vorher anzurufen oder überhaupt zu wissen, wie das Prozedere eines Vertreters ist. Und bin dementsprechend auch sehr auf die Nase gefallen, weil die Leute meistens gesagt haben, ja, machen Sie einen Termin aus, frühestens in 2 Wochen und dann schauen wir uns das an. Andere, die sich direkt Geschäftsführerzeit genommen haben, haben gesagt, ja gut, ja, ganz nett, aber verkaufen kann ich dir nicht. Und ich wollte dann eigentlich so ein richtiges Vierklee-Label, so im Sinne Hager, echtes Hager, Wildvierklee oder so, kreieren, aber hab's dann doch irgendwann fallen lassen und hab's dann darauf beschränkt, sie für private Zwecke selber zu verwenden. Das Besondere am Klee ist, dass eben diese Schönheit oder dieser Wert oder das Besondere eben
im ganz kleinen Detail, im Feinen, im Zarten, im Zerbrechlichen, im sehr Vergänglichen sich befindet. Und auch über das Zeichnen, über die Kunst, über das Malen, das ich seit Anfang an, seit Kindheit eigentlich sehr stark betrieben habe und immer noch betreibe, geht es ja auch um Feinheit, um kleine Details, um sensible Dinge, auch um vergängliche Dinge. Und beim Vierklee ist es auch so, man muss einfach anfangen, wirklich genau hinzuschauen. Und dann prägt sich dieses besondere Bild von dieser Viererkonstellation so ein, dass sie einen früher oder später wirklich auch immer leichter ins Auge fällt. Auf manchen Reisen habe ich, wie sonst auch, nach Vierklees Ausschau gehalten. Und so war das auch in Japan. Dort habe ich ein Vierklee vor allem, ich glaube, es war ein einziges, das ich dort gefunden habe. Aber das habe ich mitgebracht. Und man stellt sich jetzt vielleicht die Frage, ob so ein Vierklee auf der anderen Seite der Erde sehr viel anders ausschaut als bei uns. Die Antwort ist simpel, nein. Sie schauen eigentlich zum Verwechseln ähnlich mit unseren. Auf meinem Jakobsweg vor jetzt inzwischen einigen Jahren habe ich nicht willentlich, aber doch auch einige Sechsklees am Wegesrand gefunden. Und ich war zwar sehr flott unterwegs, und trotzdem habe ich im Vorbeigehen sehr viele Glücksklee am Wegesrand gesehen und habe sie als Erinnerung an dieses schöne Erlebnis mitgenommen. Ich würde weniger sagen, Vierklees bringen Glück, als vielmehr das Glück besteht darin, dass du Vierklees findest, auch wenn sich das Glück vielleicht auch an einem Tag wiederholen kann. Und Vierklees sind Zeugen dafür, dass man Glück haben kann, dass man auch in Berührung mit was Besonderem kommen kann. Vereinfacht ist ein Vierklee eine feste Form des Glücks, das ich aufbewahren kann und auch weiterschenken kann.